Und wir sind live. So. Hola. Hallo, Leute. Habe gesagt, ihr werdet mir nicht so schnell los. Hier bin ich wieder. Diesmal mit einem bisschen anderen Spiel. Das gute M&M's Shell Shocked. Für F die und F, jetzt M und M. Statt FF jetzt MM, genau. Und vorher KH. Alles nur Kürze. Plattform PlayStation. das Spiel kennen vielleicht ein paar Leute, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Es ist ein ziemlich obskures Spiel. Eventuell kennt ihr ein ähnliches Spiel. Ein Spiel, wo M&M's so ein bisschen Inspiration von her hat. Ich glaube, das hieß Crash Bandicoot oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Wie ist das vom Moveware gerade? Snack Bandicoot. Den Namen finde ich cool. Snack Bandicoot, ja. Also eventuell habt ihr mal von Crash Bandicoot gehört. Crash Bandicoot hat sich all seine Ideen von M&M's zusammengeklaut. Und ja, wir werden mal schauen, wo Crash Bandicoot seinen Ursprung gefunden hat. Und würden auch eigentlich direkt anfangen, wenn nichts einzuwenden ist. Ja, also ich bin soweit. Super, dann 3, 2, 1, go. So, das Spiel besteht aus 24 Leveln. Es gibt keine Hubworld, das ist alles nur über ein Menü auswählbar. Und die ersten drei Level da werdet ihr schon sehen, wo Crash 3 seine Motorradlevel her hatte. Denn die ersten drei Level sind Fahrzeuglevel. Autoscroller, wo man einfach nur die ganze Zeit ausweichen muss. Und ihr werdet dieses Geräusch ganz oft hören. Oh, ich zum Glück nicht. Manchmal bin ich froh, dass ich den Stream mute. In dem Level ist es, also es ist relativ einfach zu predikten, wo die ganzen Dinger sind. Also es ist alles consistent. Jedes einzelne Objekt, das keine Kiste ist, kann uns besiegen und dann werden wir zum letzten Checkpoint zurückgeschleudert. Deswegen wir versuchen, so viele Checkpoints wie möglich mitzunehmen. Einfach nur für den Fall der Fälle. Die Controls sind ein bisschen wonky. Ist ein bisschen, ja, nicht floaty, aber das fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Eisrutschen an. Und ja, man sieht das sogar irgendwie. Ja, es ist auch relativ einfach, allem auszuweichen, wenn man einfach nur den Kisten folgt. Aber es gibt ein paar Kisten, die einen so ein bisschen austricksen. Aber manche Motorräder, vor allem auch ein paar Autos, kommen mit einem Affenzahn angedüst. Da kann man nicht ausweichen, wenn man nicht weiß, wo die kommen oder wenn man nicht sowieso schon den Kisten folgt. So. Ich sehe schon, für jeweils 100 M&Ms, die wir sammeln, kriegen wir auch ein Leben, ne? Genau, da hat Crash Bandicoot halt die Idee mit den Wumpers her. Hier sammeln wir M&Ms und bei 100 M&Ms, von diesen 100 von diesen kleinen M&Ms, kriegen wir ein Leben. Da habt ihr gesehen, bin ich jetzt in den reingefahren. Eine interessante Mechanik in dem Spiel ist, je länger es her ist, dass der Checkpoint erreicht worden ist, desto länger dauert die Ladezeit zu dem. Das heißt, wenn wir kurz vom nächsten Checkpoint das Auto erwischt hätten, dann würde das in dem Fall heißen, dass die Ladezeit von dem nächsten Checkpoint unglaublich lang gewesen wäre. Und wenn man direkt nach dem Checkpoint stirbt, dann ist es instant, dann passiert das direkt. Okay, und scheint aber so einzelne Level-Chunks zu laden, beziehungsweise im Speicher zu haben, und die muss er dann halt auswerfen. Je weiter man weg ist, desto mehr muss er halt rauswerfen und neu reinladen wieder. Ja, genau, so in der Art funktioniert das. Wie gesagt, die ersten drei Level sind alle solche Level. Ist zwar ein Jump'n'Run-Spiel, aber wie auch Crash Bandicoot 3 ist das Spiel sehr vehikellastig. Ungefähr ein Viertel des Spiels besteht aus Vehikel. So, das ist das erste Level. Man kann dieses Spiel in, ich sag mal, 8 Welten unterteilen. Ich nenne das jetzt mal Welten. Und jedes Level hat ein Theme. Die erste Welt hat das Theme Autofahren. Wir versuchen nämlich gerade, weil die Fabrik angegriffen worden ist, natürlich nicht angegriffen worden ist, Yellow und Red, die beiden M&Ms. Ich habe noch gar nicht über die Story geredet. Die ist atemberaubend. Yellow und Red machen Urlaub und lassen die Fabrik in den Händen von den Baby M&Ms, den kleinen M&Ms. Ich weiß nicht, wie genau die heißen. Aber das sind halt im Prinzip alles Kindsköpfe und ich glaube teilweise auch einfach wirklich nur Kinder. Denen sollte man so eine Fabrik nicht anvertrauen. Jetzt haben die in dem Fall die Nachricht bekommen, die Fabrik ist gerade dabei, einfach nur komplett drauf zu gehen. Deswegen müssen sie so schnell wie möglich zurück. Und deswegen fahren wir auch gerade zu besagter Fabrik zurück. Und wie man es kennt, sind die Straßen nicht so sicher. Das Spiel sieht allgemein so ein bisschen hakelig aus, ne? Weil es auch gerade im Chat geschrieben wurde. Es das liegt jetzt nicht am Stream oder so, ne? Das ist so hakelig. Also, okay. Dass das Auto die ganze Zeit so hoch hüpft, wenn man
Rampen hochfährt, das ist das Spiel. Okay. Hat schon fast was von so einem alten Telespiel, wo du dann wirklich nur so 5 Positionen hattest. Ja, würde man meinen. Also das wäre eigentlich wirklich so ein älteres Spiel, aber nein, das Spiel ist neuer als Kingdom Hearts 1. Ja, 2003 steht ja im genau, 2003. Und Kingdom Hearts 1 ist, wann rausgekommen? 2001? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Da kennst du dich deutlich besser aus. Nein, das war eher so eine rhetorische Aussage. Ach so. Also das ist 2001 rausgekommen, also... Ihr merkt, wie viel Budget da reingegangen ist. Könnte man wahrscheinlich so aus der Tasche zahlen. Jo. ich meine, es ist so ein typisches Werbespiel eigentlich auch, ne? Im Prinzip, ja. Im Prinzip ein Werbespiel. Übrigens, ich spiele das Spiel auf der PS2, denn auf der PS2, generell für PS1-Spiele gilt das, gibt es die Möglichkeit, Fastest Speed zu aktivieren. Und mit Fastest Speed lädt das Spiel einfach schneller. So. Gute alte überdimensionierte Kühe, die auch hier über die Straße laufen, sehen wir auch. Genauso wie die Motorräder, können uns alle one-shotten. Die Motorräder in dem Level sind tatsächlich ein bisschen tricky, denn ein paar von denen sind fahren nur ganz knapp an einem vorbei. Und diese Leiche, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich auch gesagt, die hätte uns ebenfalls noch treffen können. Also nur weil etwas tot aussieht, heißt es nicht, dass es uns nicht treffen kann. So. Hier, gerade der ist so ein bisschen fies und tricky. Aber da sind wir jetzt auch umgekommen. So, ist auch übrigens das dritte Level. Jede Welt hat 3 Level. Also das wird unser drittes und erstmal letztes Autolevel sein. Spoiler. Erstmal letztes. Wobei wir sparen später nicht mehr Auto. Später fahren wir was Cooles. Oh. Wobei, ist auch ein Cabrio. Also auch schon gar nicht mehr so schlimm. Yami hat dich gerade korrigiert. Oh? Deja vu. 28. März 2002 war Kingdom Hearts 1 Release. Ich weiß es nicht. Warte. Nur der Bote. Du redest, glaube ich, über den europäischen Release. Ich meine, ich habe den japanischen angesprochen. Ha! Oh, okay. Ha! Habt ihr irgendwie beide recht? Glaube ich. Eventuell liege ich aber tatsächlich falsch. So. Shame on me. So, das war die erste Hub-World, die Vehicle-Level. Jetzt geht's an das, wo sich Crash Bandicoot seine Inspiration wirklich geholt hat, den Jump-Run-Sections. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie gut diese hier laufen. Die Musik ist ziemlich chillig. Genau, wir sind jetzt in besagter Fabrik angekommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Fabrik wieder läuft. Warum auch immer sind hier auch Bosse und sowas alles drin. Also, diese Kleinen haben so richtig verkackt. So, das Springen ist ein bisschen fancy. Man macht ein paar viele Saltos, verliert kein Momentum und kann theoretisch auch X die ganze Zeit gedrückt halten und springt dauerhaft dabei rum. So. Das Drehen funktioniert auf einem ziemlich auf einer interessanten Mechanik. Und zwar, oder ist ziemlich interessant, man hat 5 Charges sozusagen von dem Drehangriff. Die sind nicht irgendwo sichtbar, sondern die hat man einfach. Die haben wir irgendwann, als wir das Spiel halt angefangen haben zu Speedrun, abgezählt. Heißt, wenn ich mich 5 Mal hintereinander drehe, dann habe ich einen kleinen Cooldown und kann mich erstmal nicht mehr drehen. Ihr seht, ich habe gerade ein kleines Power-Up dabei. Unten rechts seht ihr den Helm. Das heißt, ich kann einmal getroffen werden. Das ist die ursprüngliche Designidee für Aku Aku. Aku Aku kennt ihr auch aus Crash Bandicoot. Daher hat Aku Aku seine Idee her. So. Jetzt habe ich auch eine Sprungfeder dabei gehabt. Die lässt uns viel höher springen, aber ist manchmal ein bisschen tricky auszunutzen. Vor allem, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass wenn im Sprung die Sprungfeder ausläuft, dass der Sprung einfach direkt sein ganzes Momentum verliert und man sozusagen runterkracht, was nicht so nice ist. So. Das Level ist noch ziemlich chillig, wir laufen einfach durch, hoffen von nicht viel getroffen zu werden, hoffen nicht auf drauf zu gehen, besiegen ein paar Gegner. Wir haben auch schon mittlerweile 28 Leben, also in den Vehicle-Level ganz am Anfang kann man sich extrem viele Leben sammeln. Ja, das wollte ich sogar schon ansprechen, ich kam nur nicht dazu. Denn jede blaue Kiste ist einmal 100 M&Ms und hier sind auch nochmal 3 Leben. Also de facto ist jede blaue Kiste ein Leben, wenn du so willst. Genau. Außer man hat die schon mal... März, okay, ich hab verhauen. Okay, Yami, du kriegst meinen Channel. Ich wollte es dir nicht sagen, ich wollte dich nicht weiter demütigen. Ich bin genug gedemütigt. Okay. Genau, wenn man eine Kiste aber schon mal mitgenommen hat und dann ein Retry sozusagen hat, dann bringt jede Kiste, egal was da vorher drin war, nur ein M&M.
Ich habe gerade eben so einen Zettel aufgesammelt. Wenn man alle drei Zettel aus einem Level mitnimmt, dann kommt man in ein Bonusareal rein. Aber die sind einfach nur Bonuslevel, die nichts bringen und Zeit verschwenden. Also wollen wir die nicht haben. Ich wollte gerade sagen, bei Any% versucht man das wahrscheinlich zu vermeiden. Es gibt auch nur Any% als Kategorie. Ach so. Das Spiel ist jetzt nicht so beliebt als Speedrun, dass man da viel macht. Kann ich gar nicht verstehen. Einige Leute wissen es vielleicht noch, bei der Insane Trilogy wurde das ganze Spiel ein bisschen runder gemacht, wodurch die ganzen Hitboxen manchmal ein bisschen schwerer zu treffen sind. Mhm. Dieses Spiel ist so eine komische Mischung aus rund und eckig. Eine sehr komische Mischung. Außerdem können wir hier gib mir die. So. Warte, wo sind die Schuhe gewesen? Waren das die? Ah, da genau. Jetzt haben wir die Schuhe und jetzt sind wir schnell. Oh. Jetzt können wir tatsächlich Speedrun. Und Ziel mit den Schuhen ist es jetzt eigentlich, in den Geheimgang zu springen. Aber ich bin ein bisschen langsam, also schaffe ich noch. Hier ist nämlich ein kleiner Geheimgang, der das Level ein bisschen schneller macht. Mhm. Jetzt halt die Nummer nach vorne. Und da ist das Level beendet. Sonst müssten wir noch einen ziemlich großen Parcours durchlaufen. Aber weil wir die Turbo-Schuhe haben, können wir so direkt ins Ende springen. Kann man auch ohne, aber mit den Schuhen ist schneller. Dann ist man halt schnell. Das so. Spiel nimmt einen nicht nur an die Hand, es trägt einen quasi ins Ziel mit so viel Leben. Das Spiel ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, es trägt einen geht so. Also, hauptsächlich, weil die Controls einfach so jank sind. Ja, so, gut. Jetzt kommt der erste Boss. Und was machen wir mit Bossen in jedem guten Spiel? Dreimal dürft ihr raten. Dreimal treffen, dann sind sie tot? Würde man meinen. Aber wir sind ein gutes Spiel. Verfolgen. Wir verhauen den Skip. Das ist, was wir machen. So. Wir skippen die Bosse. So, ich wollte mir jetzt nicht sagen, dass ich den, aber genau. Wir skippen den Boss. Denn die Schokoflecken da, auch wenn wir selber aus Schokolade bestehen, da wir der M&M sind, die Schokoflecken fügen uns Schaden zu, aber die Hitbox von den Quadraten ist nicht ganz akkurat. Das heißt, wir können am Rande der Hitbox langlaufen, werden nicht getroffen. Und warum wurde die Katze nicht geskippt? Und wir können einfach zum Ende des Levels springen. Man kann den dritten Boss auch skippen. Den zweiten Boss seht ihr gerade, das ist der schöne Kollege rechts. Den dritten Boss kann man auch skippen, aber den Skip werde ich nicht durchführen, weil er unglaublich inkonsistent ist und ich den schon eine Weile lang nicht mehr durchgeführt habe. Der lohnt sich auch einfach nicht. Der sieht ganz lustig aus, aber bis man den durchgeführt hat, hat man 99% der Fälle auch den Boss besiegt. Das Spiel dazwischen, du kennst, ja, nach jeder Welt, so gesehen, gibt es eine kleine Cutscene, wo die Story erklärt. Mhm. Denn, und ihr mögt es kaum glauben, das Spiel hat eine Story. Herzergreifende Story. Oh. Aber sowas von. Besser als To the Moon? Und besser als Twilight. Oh, ja gut. Ist jetzt kein Maßstab. Also wirklich. Lässt ihr hier nicht so über Twilight ab? Ja, gut. Was ein antiklimaktischer Skip, ja. Irgendwie schon. So, hier kommt ein kleiner Karate-Dude. Wir machen den alle. Ah, ne, das ist der Karate-Dude da. Diese Maschinen, die werden dann alle. Im Prinzip wird jeder Gegner mit einem Schlag besiegt. Aber ein paar machen noch so ein paar lustige Faxen, wie der versucht uns zumindest aufzuhalten. Die anderen fliegen hier nur rum und machen irgendwas. Das war gerade auch ein Staubsauger. Der hier chillt einfach nur. Also, einige versuchen es, die meisten aber nicht. McCorrish, vielen Dank für dein Raid. So. Hallo an all deine Zuschauer. Hallo. Der Checkpoint gerade eben ist vollkommen optional, aber die Sektion hier ist nicht super leicht und manchmal sind die Hitboxen hier ein bisschen komisch, deswegen nehme ich den einfach mal mit. Denn hier dürfen wir den Boden nicht berühren, warum auch immer, nämlich ohne dass das Spiel uns irgendwie davon was erzählt, ist der Boden hier Lava sozusagen. Wenn wir den Boden berühren, sterben wir direkt. Mhm. Deswegen haben wir jetzt den Checkpoint mitgenommen, einfach nur für den Fall der Fälle. So. Sind da gerade M&Ms auf dem Fließband aufgedruckt worden quasi? Ja, genau. Wusstet ihr nicht, dass M&Ms gedruckt werden? Ihr könnt euch so an euren Drucker setzen und M&Ms machen. Als ob ihr das nicht wusstet. Muss ich mal ihr könnt euch so viel Geld sparen. 3D-Drucker, dann schmecken die sogar. Irgendwie habe ich Zweifel an der Aussage, aber egal. Nicht, wenn du Schokolade benutzt. Kannst bestimmt Schokolade drücken. So, nächstes Level. Big Danger. Wir halten uns davon natürlich für... gib mir den. Das war nur der. Ups, ich wollte den Helm hier. So, ihr seht schon, der Stil dieser Level, habe ich vorhin nicht angesprochen, sind Fließbänder. Mhm. Und in diesem Level, oder vor allem in diesem Level, sind sehr viele Fließbänder,
die rückwärts laufen, die einen logischerweise auch langsamer machen. Mhm. Ist aber nicht wirklich ein Thema für uns. Man kann auch die ganze Zeit springen oder an der Seite langlaufen, aber das macht keinen großen Unterschied. Da habt ihr übrigens gesehen, wie Floor is Lava funktioniert und wie schnell man respawnt, wenn man direkt neben dem Checkpoint ist. Ja. Wie gesagt, das Spiel gibt dann keinen Indikator, dass der Boden einen da direkt umlegt. Aber nur eine interessante Entscheidung. Und der Helm hilft uns dabei übrigens auch nicht. Helme kann man sich nicht an die Füße packen. Zumindest nicht effizient. Der schmeißt eine Nitro nach uns, deswegen ist der Helm ganz gut. Da ist ein Staubsauger und so ein Karate-Dude. So, hier kommt der wieder und holt den Karate-Dude. Der ist ein bisschen sketchy. So, man kann unten die Plattform mitnehmen. Die bringt uns zum geheimen Ende des Levels. Aber das Ende ist schon genau hier, also machen wir das nicht. Okay. Jetzt kommt der nächste Boss auch schon, denn das ist der dritte Level des dritten Areals, der dritten Hub-World. Mhm. Dieser Boss ist, den kann man sich ein bisschen vorstellen, wie der Dino aus Crash Bandicoot 3 oder der Bär aus Crash Bandicoot 2 oder der Stein aus Crash Bandicoot 1. Nur muss man den tatsächlich besiegen, und zwar lösen wir alle möglichen TNTs hier aus und versuchen, den damit zu treffen. Am besten ist es natürlich, wenn man das mit allen vier direkt am Anfang kriegt, aber das Level kann auch noch sehr lange dauern. Ich glaube, das war zu spät. Ja. Klappt das jetzt noch? Ich weiß nicht, ob er groß langsamer wird, jetzt wo ich gerade so nachdenke. Ist kein großer Timeless, alles gut. Okay. Da ist es. So, und sobald er besiegt wird, wird man einmal rausgewalkt und dann läuft man zum Ende des Levels. Denn jede gute Fabrik hat so einen Teleporter, der einen einfach rausbringt. So. Irgendwie müssen die Arbeiter ja auch wieder raus, ne? Müssen ja nach Hause kommen. Genau. Vierte Areal. Das Areal ist tatsächlich schon ein bisschen anspruchsvoll. Hier geht es um Farben. Und jeder weiß, dass man M&M's nicht anmalen sollte. Die zerbröseln einfach direkt. Beziehungsweise in unserem Fall verlieren wir ein Leben. Die Level sind tatsächlich ein bisschen komplizierter, denn die sind oft darauf aufgebaut, dass man nicht viel vor sich sieht. Und gerade in diesem Level gibt es auch Turboschuhe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Perspektive zusammen mit Turboschuhen nicht so nice ist. So, die Turboschuhe sind genau hier. Und jetzt gebe ich mal mein Bestes, nicht drauf zu gehen. Ob das klappt? Mal gucken. Nein, hat nicht geklappt. Okay. Ah, schade. Sieht aber dafür ganz lustig aus, wenn das nochmal klappt. Mhm. Wäre auch gar nicht mehr so viel extra gewesen. So. Dann haben wir wieder ein Leben. Aber wir haben genug Leben, also so ist jetzt nicht. Fachkraft, er nutzt Emaillefarben. Keine Ahnung, ob die da wirklich irgendwas bewirken. Ich werde jetzt die Turboschuhe einfach nicht mehr nehmen, damit wir einfach durchkommen. Die sparen einiges an Zeit, aber logischerweise, wenn man dabei die ganze Zeit drauf geht, dann bringt das nicht mehr viel. Ja, genau. Deswegen lassen wir das einfach. Dann lieber slow and safe quasi. Exakt. Die Sektion ist schon so kompliziert genug, weil man ja nichts sieht. So. Mhm. Der ist hier. Der zweite Gegner war hinter dem hier. Genau, der hat mich vorne umgelegt. Nee, das war der hier. Und hier wäre halt auch direkt schon der Checkpoint gewesen. Das wäre ganz schön da zumindest hingekommen. Ja, alles gut. Mhm. So. Und von Farben haben wir noch nicht viel gesehen, außer dem, was auf dem Boden liegt. Übrigens, seht ihr die Fließbänder links und rechts? Warum auch immer, sind ja auch Lava. Also die können wir auch nicht. Ach so. Mehr. Ah, auch einfach nur Deko quasi. Einfach nur, weil, ja. Ja, tödliche Deko. Ja, okay. Das ist wie so rollende Herdplatten. Freddy hat gerade im Chat geschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gag ist von euch, hours was spent on this game. Montfredi halt geschrieben. Ich weiß nicht, wie hätte er sein können, dass das irgendjemand aus seiner Community Montfredi ist oder so. Nö. Nö, okay, gut. Keine Ahnung. Aber genauso willkommen wie auch jeder andere. Genau. So. Da habt ihr auch gerade schon gesehen, da waren die Farbkanonen, die jetzt mit diesen Leveln eingeführt werden. Und dann nie wieder kommen, denn dieses Spiel hat so die Tendenz, Segmente einzuführen und dann nie wieder zu verwenden. Wie jedes gute Spiel halt. Ja. So, und dann laufen wir einfach an den Farbkanonen vorbei und dann ist alles gut. Dann brauchen wir uns auch nicht groß darum zu kümmern. Hier sind ein paar Gegner und ein Fließband. Die Gegner können es aber tatsächlich nicht viel anhaben, genauso wie die Schokolade vorhin auf dem Feld, wenn wir einfach an der Seite lang laufen. Genauso gilt auch für diese Farbe. Wir laufen einfach an der Seite lang und die hat uns
nichts mehr zu melden. Mhm. An die Seite da ranzukommen, ist das schwierig? Also es ist relativ präzise, aber es lässt sich eigentlich auch ziemlich einfach abschätzen. Ah, okay. Ist nicht so kompliziert. So, und davon ist auch schon das Ende des Levels. So, das war tatsächlich aber erst der erste Level, das war einer der längeren. Mhm. So, jetzt der zweite Level, das zweite Level, die zweite Level, den zweite Level. ebenfalls wieder Farben. Hier werden wir noch ein bisschen öfter oder ein klein wenig mehr die Taktik ausnutzen, dass wir einfach am Rande langlaufen. Und zwar einmal hier. Ups. Da sind wir runtergefallen. Ist nicht allzu schwer, aber lässt sich trotzdem ein bisschen vermasseln. Aber es ist auch relativ lenient, also man muss nicht so nah an der Kante langlaufen. Es gibt auch ein paar Stellen, wo man zwar von den allermeisten Farbklecksen nicht mehr getroffen wird, außer die fallen gerade runter, denn wenn die gerade aufklatschen, haben die größte Hitbox. Also da kann man dann sozusagen allem ausweichen, außer man erwischt ein blödes Timing, wenn man ein bisschen zu nah dran ist, dann merkt man es. Mhm. So, hier waren ja auch wieder ein paar nette Gegner dabei, da bin ich vorhin. So, gib mir den, danke. So, hier ist auch ein Teleporter. Der Teleporter ist so semi-wichtig. Der macht den Level ein bisschen schneller, aber tatsächlich benutzt ihn auch nicht jeder. Und hier kommt eine eklige Nitro. Warum auch immer ist sie so richtig eklig platziert, dass man mit unseren Mechaniken kaum durchkommt. Hier ist übrigens ein Helm, den ich gerne hätte. So. Denn Helme sind gut, wenn man mit Farbe umgehen muss. Ich ziehe mir beim Tapezieren und beim Streichen auch immer einen Helm an. Auf jeden Fall. Oh, weil es nie von Farbe auf den Kopf fällt. Genau, soll ja nicht in die Haare kommen, ne? Ja. Genau, um die Haare geht's. So. Wir dürften... das war doof. Ich wollte gerade eigentlich schön ankündigen, wir dürften jetzt am Ende des Levels sein. Ja, kannst du gleich nochmal ankündigen. Doppelt ja. Besser. Doppelt besser, in der Tat. So. Die Farbkleckse da auf dem Boden, die haben aber keine Auswirkungen, ne? Nö. Die sind einfach nur Deko. Ah, wir waren doch noch nicht so nah am Ende dran. Aber nah genug. Das denn. So. Der nächste Boss. Dieser Boss ist, wie gesagt, den kann man skippen. Aber der Skip ist ziemlich eklig und den würde ich auch nicht so gern jetzt ausprobieren wollen, ohne den großen Practice zu haben. Den habe ich seit einer Ewigkeit nicht machen. Der braucht auch für Weltrekordversuche ist er ziemlich unnötig, weil er vielleicht eine Sekunde oder zwei spart. Aber das Rhythmusgefühl hier, das braucht man hier. Wenn man muss hier nämlich sozusagen in einen kleinen Beat reinkommen, wie man auf den Plattformen springt, damit man die Farbkleckse auf den Boss fallen lassen kann. Problem ist, dass die Hitbox von dem Boss abnormal eklig ist. Also sowas von widerlich. So, einmal so, einmal so, einmal so. Und dann lassen wir kurz Zeit, geht zurück. Und ungefähr jetzt springe ich hier hin, das dürfte ihn treffen. Gut, das wär's. Gute Nacht, Sammy. Neun von meiner Schule. Du auch. Was denn da? Das sind M&M's. Das sind Süßigkeiten. Die magst du nicht. Das ist Schokolade. Warum haben die in jedem Fach haben die so ein M? Weil das M&M's sind. Kleiner Nebenkommentator hier übrigens. Ich wollte gerade sagen, Fragen bitte in den Chat. Ich hab ihn gesehen, also schreiben kann er aber noch nicht so viel. Ja gut. So. Ich habe übrigens keine Ahnung von der Rede. Ah. Alles gut, Sam. So, dieses Level bringt tatsächlich die Fließbänder so ein bisschen mit ein. Warum bist du nicht das Level bringt die Fließbänder so ein bisschen mit ein, aber es bringt auch ein paar neue Mechaniken, und zwar Vertikalität. Wir fallen oft und steigen oft auf und gleichzeitig kommen auch viele Dinge von oben gefallen. Okay. Das heißt, den müssen wir ausweichen. Gar nichts, Sam. Warum? Weil. Nice, spokojne noche. Gute Nacht, Sam. Gute Nacht. Wer ist das da?
Bist du da auf beide Seiten? Sam, da war hier die Spalte. Bist du auf beide Seiten? Da war hier die Spalte. Bist du da? Sam, spokojne noche. Puste prisnice. Ich stehe hier toll aus. So. Und da ist auch das Ende des Levels. Sam, ich bin gelb. Da war ich die Spatsch. Die Spatsch. Ich find's lustig. Sam stellt die wichtigen Fragen. Aber sowas von, ey. Mehr Ahnung als andere Nebenkommis. Das finde ich auch noch nicht. Ja, das war so ein Seitenhieb an mich, ne? So. Aber jetzt beantworte doch mal die Frage: Bist du rot? Nein, Quatsch. Ich habe auch keine Ahnung, was er damit meint. Vielleicht den roten M&M oder so, aber ja, den dürfte er eigentlich auch nicht kennen. Der hat keine Ahnung, was M&Ms sind. Oh, okay. Hm. Und vor allem kennt er die Charaktere nicht. Ja, gut. Aber du weißt ja, Kinder lernen aus den seltsamsten Quellen. Vielleicht kennt er M&Ms doch. Das kann sein. Sam wird in German Verein Ehrenmitglied. So. Die Sektion ist ein bisschen eklig, weil das der Checkpoint ist. Oh, okay, cool. Nehme ich so hin. Die hätte mich eigentlich treffen müssen. Mhm. Der Checkpoint vorhin war ein bisschen aus dem Weg, deswegen habe ich den nicht mitgenommen. Hier kann man auch hochspringen, aber weil ich den Checkpoint nicht habe, werde ich das ein bisschen später machen. So, man kann nämlich ganz viel mit Momentum in diesem Spiel arbeiten. Sowohl Seitwärtsmomentum als auch also horizontal und vertikal kann man sehr gut mit Momentum in dem Spiel arbeiten. Mhm. Und kann sich dadurch ein bisschen Zeit sparen, eventuell sogar einen Cycle oder two oder zwei überspringen. Mhm. Vor allem in diesem Level auch ganz gut, weil es, wie gesagt, sehr viel mit Screen-Scrolling und Vertikalität auch zu tun hat. Deswegen haben wir das vorhin bei den Plattformen ausgenutzt. Werden wir später auch noch mal ein bisschen machen, vor allem das Horizontale. Oder auch das Vertikale werden wir ein bisschen ausnutzen. So, hier kann ich... Ihr seht übrigens, das Spiel läuft dauerhaft auf niedrigen Framerates und gerade eben lief es kurz anständig, also... Ja, ist schön optimiert und so. Hier hätte ich ein bisschen das... Ist andersrum. Ja. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel das Horizontale mit ausnutzen können, aber einfach nur, weil der Checkpoint schon ein bisschen länger her war, wollte ich es ein bisschen ruhig angehen. Wow. So, tatsächlich wusste ich auch erst, hat bis vor 2 Wochen gedauert, auch wenn ich das Spiel vor 2 Jahren das erste Mal gerannt habe, dass diese spiky Räder, die ihr da hin und hoch und runter fahren seht, diese Teile, dass die zerstörbar sind. Wusste ich nicht. Ich dachte, man muss den immer ausweichen und habe mich immer geärgert, wenn die dann einen treffen. Aber tatsächlich kann man sich einfach in die reindrehen und alles gut. Kein Problem. So, diese Dinger sind komisch, denn diese Stempel würde ich die fast nennen. Die bewegen sich zwar nicht, aber die haben trotzdem eine Hitbox. Also treffen die einen trotzdem. Und das ist ein bisschen nervig manchmal, wenn man aus in die Reihen rennt. Gerade wenn man keine Mütze dabei hat oder keinen Helm. Mhm. So, das ist auch tatsächlich schon der 2. Level. Der mit der Vertikalität zu tun hat. Jetzt geht's in den 3. Hier kommt noch ein Boss. Können wir auch nicht skippen, denn ähnlich wie der 2 Welten vorher, ist es auch einer, wo wir weglaufen müssen. Okay. Aber diesmal müssen wir den nicht besiegen, sondern im Prinzip müssen wir einfach nur das Level unter Zeitdruck schaffen. Aber ganz ehrlich, der Typ ist so lahm. Den werden wir niemals rechts sehen, selbst wenn ich einen Ticken warte. Ich leg's jetzt nicht drauf an. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert. Aber okay. Den sehen wir eigentlich nie wieder, außer wenn er halt in jedem Raum einmal kurz spawnt. So. Ziemlich viel in dem Spiel, was nicht begehbar aussieht, ist aber tatsächlich auch begehbar, was das Spiel ein bisschen verwirrend macht. Und hier lustigerweise mit dem Teleporter, das habt ihr vorhin vielleicht schon gesehen, die Teleporter, ich kann gerade nicht. Die Teleporter bringen uns halt an andere Orte und die Checkpoints, die daneben sind, die kann man dann gerne auch mal verpassen, wenn man das Momentum mitnimmt. Mhm. Aber da muss man halt einfach nur wissen, wo die alle sind. Dann läuft das auch. Irgendwie wird dein Run heute so ein bisschen sabotiert, ne? Ja, ne? Aber, was das ist? Ja. Ich glaube, Sam sitzt eigentlich selber an dem Speedrun. Der will einfach nicht, dass du eine zu gute Zeit hast, damit er dich noch überholen kann. Nee, diesmal ist es nicht der Kleine. Achso, okay. Jetzt ist der Groß. Ja. Okay. Ja, dann sitzen sie alle an dem Speedrun jetzt. Die alle. Familienarbeit hier. So. Ihr habt doch gerade gesehen, manchmal ist es so ein bisschen wonky mit den Hitboxen. Da konnte ich jetzt aus der Luft rausspringen.
denn so rund das Spiel auch manchmal ist, an vielen Ecken hat es fast schon unvorhersehbare Ecken und Kanten, wo man dann sich doch nochmal ein bisschen mitretten kann. Gerade wenn man kurz vor ist, irgendwo runterzufallen. So, das Level dürfte auch gleich beendet sein. Wenn ich jetzt nicht irgendwie doch was verhaue. Genau, hier ist das Ende. Einfach nur so eine random Plattform, wo es dann aufhört. Oh, wow. So. Nächste Sektion. Hier wird auch wieder ein bisschen das Fließband drin. Schreibe ich dir. Okay. Ja, das habe ich gelesen. Kannst du notfalls auch kurz das Mikrofon muten? Alles gut, alles gut. Okay. So. Tatsächlich würde ich hier dran scheitern, ein Theme zu erkennen. Das ist einfach nur. Das bringt tatsächlich ein bisschen die vorherigen Elemente mit ein. Aber die Farbtipps. Farbkleckse kommen mir nicht so sehr vor. Und mit der Vertikalität ist ja auch nicht zu viel am Laufen, aber ist schon ein kleiner Teil des Levels. Ich würde eher sagen, dass diese Level vielleicht ein bisschen langwierig sind und viele Gegner haben, aber sonst ein richtiges Theme haben diese, hat dieses Set an Level nicht. Okay. Also ganz am Anfang hätte ich so ein bisschen auf Fabrik getippt. Aber ja, aber das ganze Ding ist ja eine Fabrik. Ja, wir laufen halt im Allgemeinen durch die Fabrik durch und laufen einmal durch, um alles wieder zu bereinigen. Mhm. Ah, der Typ ist ein bisschen wonky, denn an dieser Stelle, der Typ springt einfach kamikaze-mäßig in die TNT rein und nimmt uns dabei mit. In vielen Fällen. Man kann das mit einem Helm umgehen, den ich vorhin nicht mitgenommen habe. Aber es geht auch ohne. Muss ich halt nur einmal hinkriegen. Ich könnte auch den Helm mitnehmen, wenn ich den gleich finde. Und hier kann ich auch über die Nitro springen, aber die Sprungmechanik ist manchmal so ein bisschen zittrig, deswegen mache ich das nicht. So, ich probiere das nochmal. Ah, okay, bin ich durchgekommen. Gut, 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 alles gut. Der Sprung ist tatsächlich, da gibt es irgendwie kein richtiges Rezept für. Man muss es irgendwie abfühlen und auch vielleicht seinen Lieblingsgott auswählen, ein bisschen beten oder so. Gibt so ein paar Methoden, wie man da rangehen kann. Jeder macht das so seine Weise. Ich rede davon, als ob das so ein richtig aktives Speed-Game ist, aber nein, das ist nicht so das aktive. Wie viele Runner gibt es? Tatsächlich sind da, glaube ich, 15 oder so auf dem Board. Oh, das viele ist kamen durch etwas, das sich Surprise Speedruns nennt, rein. Surprise Speedruns war etwas, weil es leider nicht mehr weitergeführt wird. Es wurde jeden Monat ein random Speedrun ausgewählt und für diesen Monat wurde dann für jeden Typen, oder jeder, der noch nicht dieses Spiel gerannt hat, wurde dann gegeneinander, also jeder, der das Spiel noch nicht gerannt hat, durfte dann Runs submitten, den Run lernen, üben und so weiter. Und der, der am Ende die beste Leaderboard-Time hat, hat einen Preis bekommen oder Punkte bekommen. Plus am Ende des Monats gab es dann immer noch ein Race. Und in diesem Race wird dann auch ein Sieger gekrönt, der dann nochmal ein paar Punkte bekommt. Jeder, der dann am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, kriegt dann irgendwie Geld und so einen richtigen Pokal nach Hause. Ich weiß nicht, ob das mit dem Pokal jemals was wurde, aber Geld wurde da schon ausgeteilt. Aber weil das auch nicht so viel Anklang gefunden hat, ist es dann nach einer Weile auch flöten gegangen. Ich meine, das Format an sich gefällt mir irgendwie von der Grundidee. Das Format ist cool, aber da gab es nicht genug Anklang für. Und der, der das geleitet hat, sag ich mal, der hat dann gemerkt, dass, hey, auf Twitch kommt man nicht so gut rum, wenn man die ganze Zeit seine Spiele wechselt. Deswegen hat er, weil er das selber auch mitgemacht hat, hat dann irgendwann aufgehört, weil dem das ein bisschen zu doof wurde. Es kam gerade eine Spende rein. Und die ganze Zeit, dass man Pause ist. Ja, es kam gerade eine Spende für 1 Euro rein. Und zwar von Mama Desa. Hey. Desa. Nicht Desa. Mama. Ich wurde getroffen. Mama Desa. Und zwar für 1 Euro. Kannst du bitte mal kurz Pause drücken und den Müll rausbringen? Danke, mein Engel. Alles gut, mal eben kurz. Bin gleich da. Und dann würde ich so nutzen und kurz zum Thema Spenden mal was sagen. Und zwar, wofür sammeln wir denn hier? Und zwar für den Bundesverband Kinderhospiz e.V. Die Herren und Damen vom Bundesverband sammeln Geld für die Kinderhospize, die sich um die Betreuung von schwerstkranken Kindern kümmern. Ein Beispiel für so etwas ist zum Beispiel Krebs, der teilweise nicht heilbar ist oder nur schwer heilbar ist.
Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinderhospize auf der einen Seite zu unterstützen, teilweise mit den Spenden, und auf der anderen Seite vor allen Dingen auch auf das Thema in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Sie kümmern sich viel um Betreuung, zum Beispiel der Kinder selber, aber auch um sozusagen Werbung und auch um die Betreuung der Eltern und Verwandten durch beispielsweise Vor-Teams oder auch durch eine Hilfe-Hotline. Und ihr könnt mit euren Spenden den Verband direkt unterstützen. Und wir haben auch noch einige Incentives, also Möglichkeiten, wo ihr eure Spenden, wo ihr direkt noch Spiele mit beeinflussen könnt durch eure Spenden. Und das nächste mögliche Incentive ist ein Bitmore, wo ihr euch entscheiden könnt, welcher Charakter gespielt wird. Und das ist Crash Bandicoot Insane Trilogy. Und dort könnt ihr euch entscheiden, ob entweder Coco oder Crash gespielt wird. Und im Moment führt Coco mit 50 Euro. Und damit gebe ich wieder zurück an den Runner. So, wir haben jetzt ein paar Tode verpasst hier. Aber ja, das gut, dass da drüber geredet worden ist. Okay, gut. Da will ich nicht von reden, nein. War einfach nur Dummheit meinerseits. In dem Fall habe ich jetzt einen kleinen Death-Abuse ausgeführt, denn mit diesem... Wie ich vorhin erzählt habe, Momentum ist ein großer Faktor in diesem Spiel und kann sehr viel auch beeinflussen. Und wenn man einmal einen kleinen Death-Abuse hier durchführt, dann sind die tatsächlich in einem guten Rhythmus, dass man gut über diese Plattform hinüberkommt. Und die anderen Tode waren alle auszusehen. Okay. Also das war alles RNG-Manipulation. Na, aber sowas von. Das Spiel ist voll mit RNG. So richtig voll, ey. So. Okay, eigentlich wollte ich die Kiste mitnehmen, aber Spiel sagt nein, also nein. So, die Plattform verpassen wir jetzt leider knapp, aber ist nicht so schlimm. Nehmen die dafür jetzt mit. Hui. Hier hätte ich jetzt auch ein bisschen Momentum mitnehmen können, aber das ist komplett unnötig, das hier zu machen. Immer noch ein bisschen vorsichtig und auf geht's. So, sind auch gleich am Ende des Levels, da ist schon die farbige Plattform. Und jetzt geht's zum nächsten Boss. Ich habe tatsächlich gerade die ganze Zeit überlegt, was war das nochmal für ein Bosskampf? Aber es ist dir wieder eingefallen, richtig? Ja, es ist ein ziemlich langweiliger Autoscroller, wo man für eine halbe Minute lang fährt und Simon Says spielen muss. Oh, okay. So, und zwar gibt es drei Felder. Nitro, Metall und TNT. Und wir stellen uns einfach auf das richtige Feld, von dem, was gleich kommt. Und wenn wir auf dem richtigen Feld stehen, dann hebt sich die Plattform an. Wenn wir auf dem falschen Feld stehen, dann crashen wir rein und das war's. Dann müssen wir nochmal versuchen. Und ihr könnt an der Musik schon euch zurechtmalen, wie nervenaufreibend und schwer dieser Bossfight ist. Oh, da muss ich jetzt mal kurz reinhören. Ah ja, ich höre es. Wow. Wie dramatisch. Aber sowas von. Das ist mir das ziemlich knapp. Das ist richtig. Mehr sage ich nicht. Look. Ja, normalerweise wähle ich meine Estimates ein bisschen bedachter aus, aber in dem Fall habe ich irgendwie nicht ganz so bedacht drauf geachtet. Aber ist auch nicht so. Du warst sehr optimistisch. Ja. So, da ist nochmal eine Metallkiste und dann dürfte es das, glaube ich, sein. Ah, ne, da ist noch eine. Ja, ist vielleicht das denn zufällig, durch die Kisten da kommen? Ich meine, das ist festgesetzt, aber ich erinnere mich da auch nicht mehr ganz. So. Okay. Siebte Welt. Jetzt kommen die Vehikel wieder. Übrigens kam irgendwann noch ein grüner M&M mit dazu. Ja. Acht Welten gab es insgesamt, sagtest du. Genau. Ne? Aber gerade die letzten beiden sind ein Ticken länger als die anderen. So. Diese Welt ist ein bisschen hart. Also ihr habt vorhin das Auto-Level gesehen. Jetzt kommt zum Gabelstapler. Und die Level sind tatsächlich ziemlich kompliziert. Hier kann man sich gut nach den Kisten orientieren. Ähnlich wie vorhin. Aber tatsächlich gibt es so zwei, drei Stellen, wo entweder keine Kisten da sind, diese Krabbenroboter einen umlegen können. Oder noch schlimmer, dass die Kisten einen tatsächlich in die falsche Richtung führen. Aber ich meine, diese Stellen habe ich noch im Kopf. Wenn nicht, dann finden wir es gemeinsam raus. Genau. So. Und manche sind ja auch ein bisschen fies versteckt. Da war zum Beispiel eine Nitro-Kiste hinter dem kleinen Turm. Übrigens, wollt ihr einen Trick sehen? Wir brauchen diese Plattform gar nicht. Ihr werdet das irgendwann noch sehen, aber diese Plattform, die da umherfahren,
dieser Hin- und Her-Gehen, die brauchen wir in den allermeisten Fällen nicht, denn wir haben genug Geschwindigkeit, dass wir einfach gegen die Wand fahren und wenn wir gegen die Wand fahren, dann klippen wir den Boden hoch. Mhm. Das werdet ihr später sehen, gerade wenn die Plattformen ein bisschen schneller werden. Aber wir klippen da einfach wieder hoch, wie ich gerade eben demonstrieren konnte. In diesem Level sind die Checkpoints auch vor allem noch ein bisschen prekär ausgelegt, denn diese Sektion zum Beispiel ist ein bisschen fies. Man kann sich merken, wie das da funktioniert, aber ich vergesse es immer wieder. Vor allem, weil es so unintuitiv aussieht. Die einen, die laufen da einfach vorbei und der andere knallt dir eine Kiste ins Gesicht. Mhm. Ist nicht ganz intuitiv. Da muss man sich das einfach stumpf merken. So. Aber dafür können wir Stapler fahren. Stapler fahren ist cool. Ist auch übrigens genauso vom Schlittern wie am Schlittern wie das Auto. Ja. Wir haben nämlich gerade eine 100-Euro-Spende reinbekommen. Oh. Und zwar von Andra. Hallo Freunde, vielen Dank für die gelungene Veranstaltung und viele Jahre tolle Unterhaltung und Engagement für unser gemeinsames Hobby. Incentives? Oh Mann, da hat er eine tolle Aufteilung genommen. Oder wie? 50 Euro für Legend of Zelda Wind Waker Randomizer Name Zelda. 15 Euro für Legend of Zelda Ocarina of Time Name Manfred. 35 für Uncharted und da die Sprache Italienisch. Manfred. Vielen Dank, Anra. Es war links, nicht rechts. So. Aha. Und der da noch so blöd rumsitzt, der kann uns tatsächlich auch noch treffen. Was ein bisschen gemein ist. Aber hier, wie schon vorher angemerkt, sind die Checkpoints ein bisschen knapp bemessen. Deswegen dauert es auch so lange, an die Section wieder zurückzukommen. Jetzt haben wir wieder einen. Und ganz kurze Anmerkung noch. Damit haben wir übrigens auch die 3000 Euro geknackt. Hey, vielen Dank für diese 100 Euro. Keine Summe jetzt schon. Heftig, heftig. Wie viel haben wir sonst so bei den ZFMs reinbekommen? Die letzten beiden Male waren immer knapp über 5000. Knapp über 5, okay. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Okay. Ah, und da ist Andra auch im Chat. Ja, ein paar Tage haben wir noch. Doch mal. Sogar einen ganzen Tag für eine ganze Crew von Runnern. Mhm. Kommen wir auch noch drauf. Genau. So, da ist jetzt das erste der drei Level beendet. Das dritte ist tatsächlich auch ein Bosskampf. Und so ein Bosskampf auf einem Stapler klingt eigentlich ziemlich episch, oder nicht? Mhm. Ich will euch jetzt nicht zu viel vorgaukeln. Der ist einfach nur da. Im Prinzip fahren wir einem Typen hinterher, ähnlich wie im vorherigen Bosskampf, aber der wird die ganze Kisten droppen. Aber bevor es dazu kommt, kommt der zweite Stapel. Und das ist nicht leichter als das erste. Nur sind die Checkpoints einen kleinen Ticken besser bemessen. Aber hier ist diese eine kleine gemeine Stelle, von der ich geredet habe. Mhm. Das Beste an dem allen ist auch noch, dass das hinter einer Tür sein wird. Das heißt, wir werden es nicht vorhersehen können. Außerdem diese kleinen Viecher, die uns gerade entgegengeflogen sind, sind ebenfalls ein bisschen gemein. Weil man da auch nichts dran festlegen kann. Ich glaube, das war die Stelle tatsächlich. Nee, das war die noch nicht. Man sieht ja auch alles irgendwie gleich aus, ne? Ja, eben. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwer, sich das alles zu merken. Mhm. 51 Leben, obwohl wir doch schon einiges verloren haben. Ja, eben. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, auf die blauen Kisten zu achten. Und gerade in diesen Leveln sind noch ein bisschen weniger. Also schon eine ordentliche Zahl. Hier gibt es auch keine Helme oder so in den Leveln. Zumindest in den Stableveln. In den Auto-Leveln gab es die, aber im Stablevel gibt es die nicht. Mhm. Das macht ihn immer ein bisschen schwerer. Auch die braunen Kisten, das ist nicht für Helme in dem Fall. So, hier könnt ihr wahrscheinlich das mit dem Clip sehen. Nö, die Plattformen sind nett. Da habt ihr das gesehen. Da könnte man schön einmal durch den Boden klippen, auch wenn das eigentlich nicht geklappt hätte. In realistischeren Settings. So, hier nochmal ein Checkpoint. Was, das gibt realistischere Sachen? Ja, klar. M&M's sind voll realistisch, Mann. Also richtig. So, hier ganz easy einfach durch den Boden geklippt. Alles kein Problem. Alles im Rahmen der Physik. Im Endeffekt Quantentheorie erklärt uns das. So. Da war wieder so ein Bonuszettel. Und den hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Den Dude. Ah. So. Die Musik ist dafür ziemlich cool. Oh, wow, okay, der hat mich erwischt.
Manche sind die Hitboxen ein bisschen interessant, wie ihr schon gesehen habt. Ja. Und da hat man es eben besonders gut gesehen. Mhm. Das ist das, was an dem Spiel noch vor allem so richtig Spaß macht. So, zum Grinden ist das Spiel eher weniger gut. Meiner Meinung nach, einfach nur, weil es ziemlich nervig sein kann. Nervig slash. So, da war die kleine Sektion. Und zwar sind da 5 Kisten, die andeuten, dass man nach links muss. Aber wenn man nach links geht, fährt man in der Nitro. Oder wenn man da ausweichen kann, in der Metallkiste. Aber drum rumschlängeln geht nicht. Da ist nicht drin. Mhm. So, da war noch ein Checkpoint. Das müsste auch, glaube ich, der letzte sein. Dann dürften wir auch dieses Level abgeschlossen haben. Ziel ist zum Greifen. Na, einmal kommen, glaube ich, noch die Krabben. Ah, ne, kommen die, glaube ich, nicht mehr. So, hier sind ziemlich viele Türen. Doch, da sind die Krabben. Haha, wusste ich doch. Dann noch mal so ein paar kleine Plattformen, die ein bisschen red jammen. Mhm. Ein bisschen hin und her dackeln. Und das war natürlich die Wand. Oh. Bist du echt gegen die Wand gefahren gerade? Also, die Hitboxen sind wohl offensichtlich gegeneinander geknallt, aber fragwürdig, wie akkurat das war. Richtig. Ja gut, so einem Spiel kann man leider nicht sagen, ey, du hast einen Fehler gemacht, spul zurück. Und der sagt, oh, okay. Der Fianaro. Ey, nice. Fianaro hat seinen Beitrag geleistet, hat eine Tüte M&M's vernichtet. Eine Tüte Gabelstapler vernichten wäre ganz gut, dann wäre das Level nicht mehr da. Ja, stimmt. Oh, schon wieder an der gleichen Stelle auch noch. In dem Fall war es ein bisschen meine Schuld, weil ich ihn nach rechts gelenkt habe und dann kann ich mir vorstellen, dass die Hitboxen ein bisschen kollidiert sind. Mhm. So. Ja, aber es ist trotzdem eine komische Kollisionsabfrage. Ist sehr komisch. Aber gut, das ganze Spiel ist komisch, dafür ist jeder da. Das ist da. Ja, stimmt auch wieder. Kann man das Spiel eigentlich kaufen oder ist das so als gratis Werbegeschenk? Tatsächlich kann man das Spiel so ganz normal kaufen. Das war nie ein Werbegeschenk, das hat man so kaufen können. Ich habe leider die Packung davon nicht da, aber das ist halt auf der Konsole tatsächlich. Also ich habe mir die CD auch gekauft, leider Gottes. Und habe das dann ein bisschen gespeedrunnt, leider Gottes. Oh Mann, so. Jetzt sitzt du hier. Und jetzt sitze ich hier, mit den Memes. Ja. So, da ist das Ende, so. Da fragt man sich, wo man im Leben falsch abgebogen ist, ne? Ja, rechts in die Wand gerade eben. Genau. So. Jetzt kommt der Bossfight. Der ist tatsächlich noch mal ein bisschen komplizierter. Mhm. Denn hier fallen einem Kisten links und rechts vor die Füße und der spuckt selber Kisten aus und Hühner. Weil, warum nicht? So. Ja. Das ist auch in der vorgeschriebenen, wie nennt man das, Reihenfolge, wie das alles passiert. Aber das Level ist ein bisschen lang und es passiert viel. Es ist schwer, sich das alles zu merken. Mhm. Wenn man ein paar hundert Runs drin hat, dann geht das bestimmt. Also es ist consistent, aber ja, dann hat man aber ganz andere Probleme. Ja, dann hat man ein paar andere Probleme. Wie gesagt, übrigens eben im Chat auch geschrieben, Bullshit-Games kaufen kenne ich was von, weint in Barbie, genau. Hey, wenigstens sehe ich mich nicht wie ein M&M an. Ja gut. So, ihr seht auch, was das Level nochmal ein bisschen komplizierter macht. Je länger wir erfolgreich umherfahren, desto näher kommt er. Aber tatsächlich, der First Try. Cool. Sehr schön. So, jetzt die letzten Level, die letzten 3 Level. Tatsächlich auch die letzten Level des Spiels. Hier kommt Elektrizität mit ins Spiel. Sind sowohl die letzten als auch die schwersten Level des Spiels. Mhm. Und die meisten Runs auf dem Gewissen haben, abgesehen von den Stapler-Leveln. Kain hat auch gerade im Chat geschrieben, ich hatte bei einer Kellogg's-Packung mal ein Spiel mit dabei und das M&M-Spiel. Doppeltes Beileid übrigens an der Stelle. Ich glaube, das war dann das PC-M&M-Spiel. Das gibt es nämlich auch auf PC. Ah, okay. Naja, nee, das glaub, ist so ein Erfolg, beides, das also muss auf mehreren Plattformen rauskommen. Stimmt. Nee, ich glaube, das war so gemeint, irgendein Kellogg's-Spiel,
plus das M&M-Spiel, also zwei. Ja, meine ich ja. Und das M&M-Spiel war dann, weil es bei Kellogg's dabei war, auf dem PC. So meine ich das. So. So. Die Elektrizität ist alles getimed. Wenn man diese Level super gut kann, dann kommt man tatsächlich im sehr schönen Timing durch alles durch und muss sich um nicht viele Sachen hier Sorgen machen. Aber viele andere Sachen spielen damit rein, und zwar wonky Hitboxen, wonky Controls, alles. Alles macht da irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Aber jetzt gerade läuft es auch ganz gut. Die Musik ist auch ziemlich cool. Hieß das Spiel in Deutschland M&M's die Geheimformel? Kann das sein? Weißt du das? Das ist die PC-Version, ja. Das ist dann die PC-Version, aber das Spiel hier ist auch in Deutschland als Shellshock bekannt. Zumindest soweit ich mich an die CD von meinem Onkel erinnere, auf der wir das damals gespielt haben. Nicht treffen, bitte. Danke. So. Wow, läuft das eigentlich gerade ziemlich smooth? Und, Mondschein, das hier ist keine Crash Bandicoot Mod. Crash Bandicoot hat alles mögliche hiervon geklaut. So sieht es nämlich aus. Zu weit gesprungen. Ja, ja. Oh, da seht ihr übrigens Momentum. Kann ich mal ein bisschen laufen lassen. Momentum überträgt sich gerne in die nächsten Leben mit ein. Sie ist gerade. Und dann haben wir so einen kleinen Deathloop, wenn man nicht aufpasst. Sorgt für ein paar lustige Momente. So, hier eine kleine Sprungfeder, die ein bisschen aushelfen kann, aber auch nicht so sehr manchmal. Tatsächlich ist die Sprungfeder in zumindest diesem Level äußerst hilfreich und kann einem beim Plattformen gut helfen. Aber weil man mehr Airtime hat, kann es auch ein bisschen gruselig werden. Dem ganzen Momentum-Spaß, den wir gerade eben schon hatten. So, hier nochmal ein kleiner Helm. Hoffen, dass der Boden weg. Okay, und das war tatsächlich auch das ganze Level schon. Ziemlich reibungslos. Das überrascht mich. Bis auf die eine Stelle halt, wo du zu weit gesprungen bist. Ja gut, und das danach hast du dann noch... Genau, das danach war so ein bisschen Showcase. Genau. So. Als nächstes haben wir übrigens den herzlosen Klon von diesem Spiel. Sehe ich gerade. Also. Ach ja, stimmt. Ja. Das nächste Spiel ist der herzlose Klon von dem. Dieses dreckige Remake, das keiner haben wollte. Weil beim nächsten Spiel einfach mal ganz viel Hass im Chat verbreiten. Nein, mach das bitte nicht. Zeigt euer Statement, indem ihr alle eine Tüte M&M's kaufen und vernichten geht, während dem Run. Genau. Genau. Oh, okay, ich habe die Plattform noch bekommen. Das ist doch... Ich habe irgendwie vergessen, dass die Plattform anhält und dachte, ich hole die mir beim nächsten Cycle. So. Okay, hier haben wir eine bewegende Plattform mit Metallblöcken. Das heißt, da müssen wir jetzt außen rumstellen oder rüberspringen. Aber rüberspringen ist ein bisschen heikel wegen Momentum. Momentum ist so ziemlich das, was das Spiel nochmal 10-mal schwerer macht, als es eigentlich sein soll. Aber dann kann man auch solche lustigen Sachen machen. Ihr habt doch gerade gesehen, ich bin auf dem Elektroboden rumgelaufen und nichts ist passiert. Denn, ja, warum nicht? Ich erwarte jetzt ein bisschen. Genau, Momentum gibt ja auch Iframes. So, hier kann man sich auch an die Seite stellen. Dann warte ich, bis ich stehe, damit das Momentum nicht killt. Ich warte jetzt immer ein bisschen länger, weil der Checkpoint schon ein bisschen her ist und ich meinen Helm verloren habe. So, hier ist das Momentum zum Glück nicht so stark. Das heißt, den kann ich hier so easy mitnehmen. Und manche können dann auch die Gegner wegkicken. Was ein bisschen gemein ist. Aber alles gut. Du lebst. Alles gut, das ist die Hauptsache. Ich bin ein bisschen verwundert, aber es ist die Hauptsache, das ist richtig. Du bist ein bisschen desorientiert. It's a disaster. Desaster. Desaströs. Wow. So, und hier nochmal eine Sprungfeder. Diese Plattformen sehen nicht nur so aus, als ob die einen ein bisschen bewegen können. Also tatsächlich sind die Pfeile da drauf nicht für nichts. Die Plattformen bewegen einen tatsächlich auch weg. Und hier muss man leider auf die hier warten. Ja. Da kommt man nicht drum rum. Hier nochmal der letzte Checkpoint des Levels. Lass mich da drauf bleiben, bitte. Dankeschön. So, hier nochmal einen Helm, den wir mitnehmen können. Und noch einen Helm, weil kann man nicht genug von haben. Leider zählt das nur als einer. Da haben die mit Aquaco eine kleine Verbesserung geleistet, dass man die stacken kann.
Und Knochenbrecher hat wegen German Aikali gekauft. Oh. Okay. Ich würde German dafür. Wir weisen alle Schuld von uns und Ende oder richte deine Anzeige. Ich bin durch die Kiste durchgefallen. Sehr schön. Oh. Das ist nicht gut. Sehr schön. Schlagen bitte in Richtung des Runners. Dragolina. In dem Fall. Nein. Nein. Ich erstatte hier gar nichts. Das steht auch in unseren AGBs. Ganz einfach. So. Noch eine Nitro-Kiste. Gefährlich, gefährlich. Man kann auch einfach vorbeistehen. Was? Oh, wow. Toll. Da wäre ich noch unter Äste mitgekommen. Aber nee. Ach, gibt's gar keinen Boss mehr jetzt? Doch, aber der Boss ist ziemlich schnell. Ah, okay. Der geht sehr flott. Genau, die allgemeinen German-Bedingungen. Ja. Achso, ja, wie gesagt, aufgeschrieben. Wow. Botschaft, okay. Tröstet, ich habe dein zuerst gesehen. So, hier warte ich kurz. Denn da vorne ist auch schon das Ende des Levels und ich will es jetzt nicht mehr vermasseln. Mhm. So, einmal rüber. Ich kann es schon schmecken. Hey, wir haben das letzte Level vor Essen betreten. Hey. So, das Level ist nämlich tatsächlich ziemlich leicht. Und ziemlich schnell ist der Endboss des Spiels. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben die ganze Zeit versucht, die Fabrik von M&M's zu retten, damit die M&M's nicht alle durchdrehen. Also wird der letzte Boss ein Elektro-Hai. Ja, macht Sinn. Ja. Macht absolut Sinn. Dieser Elektro-Hai-Ballon etwas da vorne. So, die Plattform bringt uns nach vorne. Und dann einmal 1, 2, 3, 4, 5 und rüber. Das war's. Das war der Bossfight. Und oh, wow. Der Bossfight in dem Fight, ich kann nochmal kurz erklären, was da jetzt passiert ist. Wir können wieder Momentum benutzen, um nach vorne geschleudert zu werden. Und dann müssen wir auf 4 Felder drücken, aber tatsächlich ist seine Hitbox so gigantisch, dass alle außer der auf der anderen Seite der Arena ihn mitnehmen. Mhm. So. Und das war die Inspiration zu Crash Bandicoot. Genau. Und jetzt viel Spaß bei dem dreckigen, viel Spaß bei dem dreckigen Remake von dem Spiel. Dass sich Leute das überhaupt antun, dass Leute überhaupt die. Den Anstand. Die haben keinen Anstand mehr. Was wird daraus sein? Ja. Oh Mann, oh Mann. Wie nennt man das? Spaß beiseite so. Danke, dass ihr mich für 3 Rounds ertragen habt. Oh. Was heißt ihr ertragen? Also oh, ich bin immer noch nicht weg. genau. Ich hoffe. Ihr hattet alle Spaß beim Zugucken, sowohl bei Kingdom Hearts als auch bei Final Fantasy, sowie M&M's Shell Shocked. Da ist ein Shoutout mit dabei, also werde ich den mal ganz schamlos ausnutzen, auch wenn der Kanal falsch ist. Ja, ich bin schon dabei irgendwie. Der erste kam ein bisschen zu viel. Selber streame ich natürlich auch, aber momentan keine der Spiele, die ich zeige. Final Fantasy habe ich eine Weile lang gerannt, Kingdom Hearts werde ich bald zurückkommen. Momentan mache ich mehr Digimon World 3, viele von euch kennen das wahrscheinlich noch. Und ja, wann immer ich halt Zeit habe, habe ich gerne mal so 3 bis 12 Stunden Streams, wo ich einfach nur versuche, den Digimon World 3 Rekord zu knacken. So kurz davor. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. Aber ich hoffe, ihr habt noch umso mehr Bock auf den M&M's Klon. Crash Bandicoot Insane Trilogy, der jetzt kommt. Viel Spaß und ja, wir sehen uns. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.